Liebe iranischen Freunde und Freundinnen, ich begrüße euch herzlich wie immer und ich wäre gern an eurer Seite, wenn ich nicht in Quarantäne sitzen muss. Das ist der Grund, warum ich nicht dabei bin. Aber ich freue mich, dass ich über Video euch zugeschaltet bin und dass ich sagen kann, was mir wichtig ist. Das sind zunächst einmal zwei Dinge. Das erste ist, dass ich mich darüber freue, dass Professor Lammert zu euch gesprochen hat, als anerkannte und mir auch sehr wertgeschätzte Person hat er eine große Stimme in Deutschland und kann vielleicht auch meinen Kollegen einmal sagen, wie wichtig es wäre, an eurer Seite zu stehen. Der iranische Geheimdienst hat immer wieder Misstrauen in unsere Reihen geschickt, hat immer wieder Fake News, also irreführende Nachrichten verbreitet. Das lähmt die Kraft des Widerstandes, das lähmt das Vertrauen, was wir als Solidaritätskomitee zu euch haben. Warum haben wir dieses Vertrauen? Weil wir denken, dass die Menschen, die aus dem Iran vertrieben wurden, die fern ihrer Heimat leben, tatsächlich nichts als den größten Wunsch haben, in Freiheit und unter demokratischen Verhältnissen nach Hause zurückkehren zu können. Und deshalb, liebe Freunde, stehen wir an eurer Seite. Und ich freue mich, dass heute eine Vertreterin der anderen iranischen Widerstandsgruppen zu euch gesprochen hat, zu uns gesprochen hat. Denn was wir brauchen, ist jetzt eine große Einigkeit. Wir haben festgestellt, dass die Mullahs nicht gesprächsfähig sind und nicht gesprächsbereit sind. Als die Volksmudschahidin damals mit den Mullahs zusammen an der Seite kämpften, um das unselige Regime des Schahs zu beseitigen, da waren die Menschen im Iran alle voller Hoffnung und voller Vertrauen, dass eine neue Zeit angebrochen ist. Bitter wurden diese Hoffnungen enttäuscht. Und alle Menschen, die Freiheit liebten, mussten das Land verlassen oder wurden getötet. Das ist eine furchtbare Wunde, die immer offen bleibt. Und jetzt kommen wir in eine Situation, wo wir sagen, mit diesem Regime ist nicht zu reden. Sie kennen nur ermorden, erschießen, einsperren, foltern. Das ist ihre Sprache. Und aller ziviler Widerstand, den die Menschen auf der Straße leisteten, wurde belohnt mit Gewalt. Und deshalb ist dieses System tatsächlich nur alternativlos, indem sich der Widerstand organisiert, indem ihr Iraner, ihr Exil-Iraner, die Menschen im Lande und auch wir alle, die wir an die Menschenrechte glauben und die unter besseren Verhältnissen leben dürfen, uns zusammenschließen und euch unterstützen. Das will ich euch zusagen. Und ich will dafür werben, im Bundestag, unter meinen Kollegen, unter allen, die Menschenrechte etwas bedeuten und denen die Freiheit etwas bedeutet. Wir haben ein Recht zum Widerstand. Er ist in der deutschen Verfassung genauso hinterlegt wie auch in der Verfassung. Und das glaubt man ja kaum, wenn man die Zustände im Iran erlebt. Er ist genauso in der iranischen Verfassung hinterlegt. Wenn es für Menschen unerträglich wird, wenn die lebensnotwendigen Bedingungen nicht mehr gewährleistet werden von einem Regime, dann ist es überfällig. Dann muss es abtreten. Und wir wissen, die Mullahs wollen nicht abtreten. Sie kennen nur die Gewalt, um ihre durch Religion verbrämte Diktatur am Leben zu halten. Ja, ich rufe alle auf und wir alle müssen gemeinsam überlegen, wie können wir einen wirksamen Widerstand in passiver und in aktiver Art gegen dieses Regime leisten. Und das Zweite, was mich heute bewegt, das ist, woran können wir Außenstehenden erkennen, was für den Iran gut wäre? Sind wir natürlich ganz schnell beim Nationalen Widerstandsrat. Der Widerstandsrat hat mit seinen Mitgliedern so viel Blut vergossen, so viel Leid erfahren, hat immer über all die Jahrzehnte gehofft auf eine Befreiung des Irans. Deshalb stehen wir im Solidaritätskomitee an seiner Seite. Wir haben im 10-Punkte-Plan von Frau Rajavi erkannt, dass die Zukunft des Iran in demokratischen Bahnen laufen soll, dass die Diktatur ein für alle Mal beendet werden soll, dass sich der Widerstandsrat zusammen mit allen, die die Freiheit und die Demokratie im Iran neu aufbauen wollen, an der Seite steht. Dass es nicht darum geht, eine Herrschaft durch die andere Herrschaft zu ersetzen, sondern dass mit allen Menschen guten Willens an einer neuen Verfassung, an einer neuen Ordnung im Iran gearbeitet und gekämpft werden soll. Das verbindet uns mit euch. Wir glauben daran, dass der Nationale Widerstandsrat einen liberalen, religiösen Islam auch leben will, dass wir, die wir die Religionsfreiheit schätzen, mit euch als Christen,
als Momentaner an einer Seite in einer freien und Menschenrechte achtenden Welt leben wollen. Das verbindet uns miteinander und ich kann immer nur hoffen und wünschen, dass diese Zeit nicht mehr fern ist. Ich danke euch.